Nächster Redner ist der Budgetsprecher der ÖVP, Gabriel Obernosterer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren auf der Galerie und zu Hause vor den Fernsehschirmen. Wenn wir jetzt den Herrn Kollegen Kreiner zugehört haben, genau zugehört hat, da sieht man eigentlich, wie die Opposition Politik macht. Auf welchen schwachen Füßen? Auf welchen schwachen Füßen? Der Herr Kollege Kreiner geht heraus und sagt, diese Regierung ist planlos, die hat ein Budget erstellt. Es geht ja heute um das Bundesfinanzgesetz und Bundesfinanzrahmengesetz. Vor 5 Monaten haben wir das beschlossen und heute haltet das nicht mehr. Jetzt müssen wir das leih machen. So planlos ist diese Regierung. Herr Kollege Kreiner, ich weiß es nicht, vielleicht ist es Ihnen entgangen. Wissen Sie, wann der Krieg in der Ukraine angefangen hat? Und wissen Sie, warum dieser Finanzrahmen jetzt geändert wird? Genau aufgrund dessen. Es wird hier drinnen abgebildet, und das haben wir im Ausschuss alles durchdiskutiert, es wird hier drinnen abgebildet, was wir machen, dass wir die Energiepreise bei denjenigen Menschen, die es am notwendigsten brauchen, dort abfedern. Das ist einmal das Erste. Das Zweite, was wir wissen, ist, dass wir ja wohl Gasreserven anschaffen müssen. Auch das ist da finanziell da drinnen, schlägt sich da drinnen nieder, dass man diese Gasreserven aufbauen kann. Drittens, wir wissen, dass die Vertriebenen, inzwischen glaube ich 70.000 Personen in Österreich, circa 70.000 Personen, wenn die hier sind, dass das auch etwas kostet. Und das ist der Grund, warum wir heute hier das Bundesfinanzgesetz und Bundesfinanzrahmengesetz hier ändern. Das ist der Grund. Und nicht, weil die Regierung planlos ist. Ich bitte wirklich die Opposition, bei solchen schwerwiegenden Sachen, die gemacht werden müssen, weil ein gewisses Leid eingezogen ist, dass man das als politischen Spielball herführt und sagt, diese Regierung ist planlos, vor 5 Monaten haben wir was beschlossen, das ist planlos, jetzt müssen wir wieder was Neues beschließen. Das Dritte, was da gesagt ist worden, das Thema der Pflege ist nicht eingepreist. Ich weiß nicht, Herr Kollege Kreiner von der SPÖ, waren Sie nicht im Ausschuss? Wisst ihr, warum das Thema Pflege nicht eingepreist ist? Aus ganz einem normalen Grund. Weil es sich budgetär in 22er Jahren nicht niederschlägt, sondern erst in 23er Jahren. Und jeder, der was ein Budget macht, wird das wohl kennen. Das kannst du schon in der Schulklasse verstehen. Ja. Als Budgetverantwortlicher des Ausschusses und zumindest Vorsitzender, es ist natürlich nicht schön für den Staat, wieder neue Schulden zu machen. Dieses Paket kostet uns 4,9 Milliarden bei den Ausgaben. 1,6 Milliarden Euro wird berechnet, dass weniger eingenommen ist. In Summe 6,5 Milliarden Euro. Wir wissen aber auch, dass das notwendig ist. Es wird uns vorgeworfen, dass wir zu viel Geld ausgeben. Wir glauben, dass von den Regierungsparteien, wir glauben, dass das richtig ist. Wir haben auch in der Vergangenheit, in der Pandemie, 42 Milliarden schon, hat uns das schon gekostet. Und wisst ihr, was der Erfolg davon ist? Österreich hat die zweitgeringste Jugendarbeitslosigkeit und Österreich ist an 4. Stelle im Wirtschaftswachstum. Und im 21er Jahr hat man uns prophezeit, dass wir 89% des BIPs in der Verschuldung liegen. Und inklusive dieses Pakets, das wir heute hier beschließen, liegen wir bei 80%. Das ist auch viel, aber das hat gezeigt, dass wir das Geld zur richtigen Zeit in die Hand genommen haben, damit die Einnahmen wieder fließen. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft wieder ein bisschen besseres Budget haben, wieder einen Überschuss aufgrund der Wirtschaftsleistung, die stattfindet, die momentan gut ist. Aber wie gesagt, dass ein Krieg kommt, das hat niemand gewusst. Dass eine Pandemie kommt, hat auch niemand gewusst. Und deshalb tun wir ein bisschen bei den Tatsachen bleiben. Danke vielmals. Die Budgetanpassungen seien durch den Ukraine-Krieg begründet und nicht durch die Planlosigkeit der Regierung, entgegnet Gabriel Obernosterer auf die Vorwürfe der SPÖ.